Und dann scheißen wir alle 10.000 Leute vor den Bundestag. Ja, 20 Mal Thema wechseln. Immer twitchen. Ah, Tino, wie ist das hier? Oh, hörst du die Wellen im Hintergrund? Dieses Wellenrauschen? Wie entspannt das ist. Vielleicht füge ich das hier wirklich einfach ein. Der ganze Podcast so richtig schön, so ganz leichtes Wellenrauschen. Oh, jetzt Urlaub, ey. Einfach so am Strand liegen. Bei diesem geilen Wetter jetzt an der Ostsee bestimmt mega nice, ja, Alter. Klar. 14 Grad. Oh, geil. Endlich wieder baden gehen und Pina Colada. Ja, das ist es. Und wer hat uns das ermöglicht? Joni Lodi. Vielen, vielen Dank dafür. Kennen wir ihn persönlich eigentlich? Persönlich nicht. Verzeih mir, falls wir uns doch mal irgendwie auf der Gamescom getroffen haben und ich das gerade nicht präsent habe. Aber sonst eher nicht. Also, okay. Aber vielen Dank dafür, für das Kaufen dieses Hörerwunsches. Für 20 Euro könnt ihr euch Themen wünschen, eine Stunde lang uns wünschen, wie wir über irgendwas reden. Geil. Und heute reden wir über drei Themen, die sich Joni gewünscht hat. Die sowas von geil ineinander greifen. Also die kann man so gut miteinander kombinieren. Twitch, Urlaub und die Partei. Das sind ja quasi Synonyme zueinander. Quasi. Ja. Für mich geil. Ist Partei immer Urlaub. Ja, Wahlkampf. Und für mich ist Twitch immer Politik. Ja, es ist wirklich schön. Also Urlaub, wo fängt man eigentlich an im Urlaub? Ist eigentlich erst der Urlaub und dann das Vergnügen oder so heißt ja, das doch, ja. Ne? Ich habe gerade Urlaub. Ja. 2 Wochen und ich habe jetzt Halbzeit. Mila war krank die erste Woche und wir mussten uns ein bisschen zu Hause einkuscheln und Suppe essen und so. Und die zweite war sehr erlebnisreich, wir haben viel vor mit Kunstfest und Belantes fahren wir auch. Und da freue ich mich sehr drauf. Ja. Bist du eigentlich auch so ein Entspannungs-, Erholungsurlaubstyp? Ich mache immer richtig Erholocaust, ja. Cool. Ja. Nee, eigentlich gar nicht. Also, ich glaube, das hatte ich auch schon im Podcast erwähnt, dass ich ja eigentlich das letzte Mal wirklich Urlaub gemacht habe, war Japan, weil da das einzige Mal kein Video entstanden ist. Und selbst das würde ich jetzt nicht unbedingt als Urlaub bezeichnen, sondern mehr so als Abenteuer. Abenteuer, ja, ich war ja ganz alleine unterwegs. Und jetzt zuletzt in Budapest, da ist ja auch die ganze Zeit gefilmt worden. Und da, also, da wird sich halt geknechtet so. Der Clip muss im Kasten sein. Ja? Wenn du hier eine halbe Stunde in der prallen Sonne rumeierst, Alter, und deinen Körper an die Grenzen bringst, fuck off, der Clip muss im Kasten sein. Also ich komme nicht unbedingt erholt aus diesem Urlaub wieder, aber energetisiert komme ich wieder. Aber denkst du nicht, dass deine Zuschauer und deine Patreon-Leute denen ja auch mal Urlaub gönnen würden? Nö. Ach so. Ich gönne mir das selber nicht. Also ich in dem Sinne habe ich auch nicht das Gefühl, das zu brauchen. So. Ist ja jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie richtig hart 24/7 am Rumhasseln bin. So, da muss man mal ehrlich sein. Ja. Aber auch du brauchst mal so eine Woche abschalten. Ja, das ist halt der Punkt, den ich auch schon öfter angesprochen habe, dass du halt immer im Kopf dabei bist. So. Immer überlegst, was kannst du jetzt hier machen, was kannst du da machen. Oder? Könnte man das irgendwie kreativ umsetzen und so weiter und so fort. Aber ja, also come on. Das passt schon. Ich bin da sehr zufrieden. Ich möchte auch eher, also Urlaub ist für mich eher neue Dinge sehen, statt zu entspannen. Und ich finde das auch in den Grundfesten irgendwie etwas pervers, muss ich sagen. Wenn wir jetzt hier schon mal die Möglichkeit haben, einen Hörerwunsch zu machen, ja. Urlaub hat ja eigentlich so die Konnotation von, du hast dich jetzt hier ein Jahr lang wund geackert und jetzt erholst du dich mal. Das hast du dir jetzt mal verdient. Und das finde ich irgendwie nicht geil. Das sollte nicht der Spirit vom Leben sein irgendwie. Dass du dich kaputt machst und dich dann wieder ein bisschen regenerierst. Das ist scheiße. Du meinst, es sollte mehr Urlaub geben? Ja, nicht zwangsläufig. Aber schon, ja. Nö, nicht zwangsläufig. Naja, also Urlaub ist für mich irgendwie auch krass mit Wegfahren oder sowas verbunden. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Aber weißt ja, was ich meine, dieses, ja, jetzt habe ich ja ein Jahr geackert, jetzt gönne ich mir das mal. Ist ja richtig, ja, das ist ja grundsätzlich richtig. Aber dieses Jahr sollte man vielleicht sich nicht totarbeiten, sondern vielleicht nur eine 4-Tage-Woche haben. Ja, das hat ja auch Skandinavien, glaube ich, ne, in gewissen Staaten,
dass da nur 4 Tage gearbeitet wird oder so oder auch wenige Stunden. Und ich bin immer neidisch auf Menschen, die sich so ein Jahr Urlaub gönnen, die so ein Jahr Eine Weltreise machen. Auszeit. Ja. Ja, das macht ja Work and Travel zumindest. Das macht ja jeder heutzutage. Das gehört ja zum guten Ton. Eben Australien. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so in ist, aber die letzten 7 Jahre oder so habe ich das schon sehr viel mitbekommen. Also, das war falsch formuliert. Wie sagt man das? Die ersten 7 Jahre nach meinem Abi. Ja, ich habe damals ein Work and Travel in meinem Heimatdorf gemacht. War nach dem Abi erstmal ein Jahr zu Hause, weil ich hatte mich beworben für ein Kunststudium. Bin in zweiter Runde abgelehnt worden und dachte mir, jetzt gehe ich in die Politik oder so. Und habe dann erstmal ein Jahr nichts gemacht. Das kennt man, ne? Diese Ja. gescheiterten Künstler, die in die Ja. Politik gehen. Ja. Das nimmt nie eine gute Wendung. Eben. Und ich habe dann meinen Führerschein gemacht und habe so gejobbt nebenher, Minijob-Basis und habe so ein bisschen Musik gemacht und Kunst und Schauspiel. Und mich dann halt im nächsten Jahr erst neu beworben. Und es war geil, so ein Jahr zu haben, ohne irgendwelchen Druck. Ja, auf jeden Fall. Sollte es einfach mal geben. Ja. Freiwilliges, asoziales Jahr. Ja, meine Rede. Ja, bin ich stark dafür. Gibt es auch einen Song, der so heißt? Hab ich mal gehört. Habe ich auch mal gehört. Ja, also von daher ist Urlaub gut, aber ich mag es nicht, dass der, also ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig formuliere, sodass man das nachvollziehen kann. Aber ich finde, der Urlaub sollte ein ganz normaler Teil des Alltags sein und nicht so ein einmal im Jahr hast du halt mal so ein Event und kommst aus deinem Alltag raus. Solange das so ist, finde ich das nicht cool. Was jetzt nicht heißt, dass wir jetzt bitte alle 2 Wochen irgendwo auf Malle fliegen. Das kann es ja auch nicht sein. Aber ach, ich weiß es nicht. Hatten wir doch auch erst dieses, ah, guck mal, die nächste mechanische oder technologische wie sagt man, Errungenschaft, der Durchbruch. Cool. Ah, scheiße, jetzt ist mein Job weg. So, es sollte sein, oh, die nächste tolle Errungenschaft. Cool, jetzt muss ich weniger arbeiten. So müsste es ja sein, dass die Technik einfach die Arbeit des Menschen ersetzt und nicht, ah, scheiße, jetzt muss ich mir eine andere Arbeit suchen, wo ich Aber mich die Frage ist reinknechte. ja, wer profitiert von solchen Errungenschaften? Das tun die Konzerne, aber nicht die ehemaligen Arbeitenden. Ja, das ist doch scheiße. Ja, So. true. Und wenn wir das schaffen, einfach den technischen Durchbruch irgendwie dahin zu biegen, dass wir halt mehr Urlaub haben, Nee, ist eher geil. werden die Roboter schaffen, die für uns Urlaub machen. True. Ja, doch, sehe ich. Ja. Also Ja. ich war als Kind, waren wir sehr oft im Erzgebirge. Nee, nicht Quatsch, Erzgebirge nicht. Wie heißt denn das? Doch, Erzgebirge war das. Und es war irgendwie alle 2 Jahre waren wir in diesem selben Hotel, auf demselben Berg und so. Sommerrodelbahn und wandern gehen. Und es ist für mich so richtig, wenn ich an Urlaub denke, denke ich zuerst an dieses Erzgebirge. In dieses Hotel mit Pool und so und das war schon richtig nice. Ja, also Allmann-Urlaub, ja, der steht mir nicht so ganz an, muss ich sagen. Also kommt drauf an, wenn es halt ein Trip ist mit coolen Jungs oder so Gamescom und so, das ist mir dann egal, ja. Aber sonst sehe ich schon gerne neue Dinge. Und ich finde auch, also für mich ist Reisen wichtiger als Urlaub, ja. Deswegen habe ich auch dieses, immer muss ein Video entstehen. Das ist ja auch einfach geil, hinterher einfach so ein Werk zu haben. So, zum Beispiel, als wir in Frankreich waren jetzt zuletzt, ist ja auch ein geiles Video entstanden. So, das kann ich mir in 10 Jahren noch angucken und aha, okay, geil. Oma, Oma Gerda hat ihre Dia-Schuhe. Hätte ich halt da stattdessen weniger Scheiße gebaut und mehr irgendwie einfach gammelig am Strand rumgelegen, wäre ich vielleicht hinterher erholter gewesen. Aber keine Ahnung, nach einem Monat denkst du dir dann, ja, okay, was habe ich meine Zeit jetzt da an so einem Strand gewastet, Alter? Nee, nicht gewastet. Man kann ja auch mal irgendwie aktiv faul sein. Ja, aber das meine ich ja, dass das im Alltag mehr integriert sein sollte. Und ja, nicht aktiv faul sein, weil das mag ich irgendwie auch nicht so, Aber so lethargisch rumhängen. machst du eine Woche nur faul sein. Ist doch toll. Ja. Auf der Couch Ja, liegen. aus Sicht von jemand, der normal arbeitet, ist das wahrscheinlich sogar Ja, richtig geil. Und ich bin ja. da gerade zu ignorant oder vielleicht auch privilegiert. Na gut, ich kann das immer kompensieren dadurch, dass ich sage, ich habe halt gar kein Geld. Ich nag dafür am Hungertuch, aber habe halt dann nicht so ein
Ich muss halt nicht Samstag, Sonntag, weißt du, muss ich nicht übelst fertig zu Hause liegen und sagen, oh, endlich ist die Woche vorbei. Ich sag niemals, endlich ist die Woche vorbei. Mhm. Ich sag niemals, ich kann gerade nichts machen. Ich muss mich jetzt erstmal ausruhen. Und das ist halt abartig. Ich sehe halt, wie sich Friedrich hier jeden Morgen um 4 Uhr. Ich sehe es nicht. Außer ich bin so lange wach. Außer ich bin so lange wach. Ich sehe, wie der sich dahin knechtet, Alter, und richtig wichtige Sachen macht. Der arbeitet auf der scheiß Corona-Station, ja. Mhm. Der, also, fucking Altenpflege, fucking Krankenpflege, das ist alles super wichtig, mhm. ja. Aber es kann doch nicht sein, dass diese Menschen, die solche wichtige Arbeit machen, dann am Ende der Woche da liegen und die 2 Tage, die sie eventuell mal frei haben, wenn sie nicht mal 7 Tage durchackern müssen, dann brauchen, um sich wieder zu regenerieren. Das kann nicht sein, ne? Diese faulen Schweine, oder? Nee, es kann nicht sein, dass das Konzept weiß, so ja. ist. Ja, so. Die müssten halt, keine Ahnung, doppelt so viele Leute einstellen und dann dafür halb so viel arbeiten. Jetzt in der Utopie erstmal gedacht, ne? Ja, natürlich. Also, aber die haben keinen zum Einstellen. Ja. Keiner will Krankenpfleger sein. Wie gesagt, utopisch erstmal, ja. ne? Völlig fern von, ob das realistisch ist. Aber so müsste es sein, dass du mit deiner wichtigen Arbeit ein gutes Gefühl hast und trotzdem deinen Alltag normal machen kannst, so deine Freizeitgestaltung, und nicht dich totackerst, und dann liegst du halt 2 Tage da, bist dann gerade Sonntagabend wieder fit, um dann die ganze Woche wieder durchzubauen. Ja, das stimmt schon. Ne? Und das ist halt, das finde ich kacke, so. Und das habe ich zum Glück nicht. Da kann ich auch gerne auf das Geld verzichten. Ja, dann weiß ich nicht, hole ich mir halt keinen. Ich weiß nicht mal, was sich Leute holen, ehrlich gesagt. So ein, klar, ein Auto und ein Haus oder so ein Scheiß. Aber was holen sich Leute normal im Monat? Wo fließt dieses Geld hin? Na, die leisten sich eine große Wohnung. Auswärtsessen wahrscheinlich. Große Wohnung, ja, gut. Aber es gibt ja trotzdem so Konsumausgaben, die ich halt, also ich wüsste gar nicht, was ich kaufen soll. Klar, hin und wieder vielleicht ein Skateboard, wobei ich da auch übelst viel gerade in den Arsch gesteckt kriege und gewinne und so. Mhm. Also hier von Basti habe ich auch erst eins geschenkt bekommen. Ich kriege noch von einem guten Max, der eigentlich mit nach Budapest wollte, kriege ich auch noch ein Board geschenkt, weil ich auch Geburtstag hatte und so. Also ich wüsste gar nicht, für was ich das ausgeben soll, außer jetzt für Film wiederum, was ja dann auch wieder Arbeit ist, oder Streaming, ja. Da sehe ich das. Aber so für mich, was brauche ich denn außer Essen? Ja, eben Essen. Also ich liebe es außerhalb zu essen. Ich meine, du bist so ein Pizzatyp, wie man hier am Pappenmüll sehen kann. 1,29 € ja. im Angebot, Alter. Ja, direkt 4 geil. Mitgenommen. Ja. Holy shit, Alter. 1,29 €. Und ich liebe es halt ständig bei Domino's zu bestellen oder, weiß nicht, zum Unzor zu gehen, um eine Falafel zu holen. Ja. Oder in der Mittagspause zu Subway zu gehen. Das ist für mich Luxus. Ja. Geiles Essen. Ich glaube, es ist halt auch viel so trinken, ja, außerhalb, abends immer saufen oder, keine Ahnung, auch rauchen oder sowas, was ja auch bei mir komplett alles wegfällt. Ja. Da, also, deswegen, ich habe mal geguckt, ja, ich bin sehr arm. Es gibt in Deutschland nur 4% angeblich, die ärmer sind als ich, sagt so ein Rechner. Aber es fühlt sich halt überhaupt nicht so an. So, weil ich also diesen Bedarf einfach nicht habe. Genau, du isst halt deine Tiefkühlpizzen und Pissetoast. Naja, ich esse jetzt auch ganz viel Wrap immer, ja, weil da kann man schön die Reste einwickeln und schmeißt nicht so viel weg und so. Pizzaränder und so oder Tomaten, die runtergefallen sind. Nein, Gemüse, ja. Du machst einfach Gemüse in eine Teigrolle rein, ein bisschen Soße drüber, hast eine übelst geile Mahlzeit. Ja, das stimmt. Super geil. Das stimmt. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber ja, das ist doch scheiße. Und auch für Urlaub Geld bezahlen. Manche sparen ja auch dann irgendwie sich ein 1.000er oder 2.000er für einen Flug nach Costa Rica oder so, oder Alpakadorf. Ja. Und machen dann da 2 Wochen lang Eierschaukeln am Strand und fressen Hummer und Kaviar und fliegen nach Hause und müssen dann wieder alten Leuten den Arsch abwischen. Ja, aber ja, Reisen ist für mich geiler. Darauf wollte ich eigentlich ursprünglich hinaus. Reisen ist für mich geiler als irgendwo rumhängen, sich irgendwo in ein Ferienhaus mieten oder halt am Strand chillen die ganze Zeit. Ich will was Neues sehen. Ich habe auch echt so eine kleine Aversion gegen, ja, also nochmal dahin, wo man schon mal war. Also ich war in Barcelona zum Beispiel skaten, war super geil. Aber wenn es jetzt hieße, nochmal nach Barcelona oder stattdessen nach Oslo oder so skaten, würde ich halt lieber da hingehen, wo ich noch nicht war. So erstmal rein vom Prinzip. Und bei Alicante ist ein bisschen was anderes, weil die Stadt ist schon sehr geil. Also
Das steht jetzt gerade nicht zur Debatte. Das werde ich wahrscheinlich nicht machen. Aber wenn ich irgendwie plötzlich nochmal nach Alicante käme, würde ich mich nicht beschweren. So. Aber das ist auf jeden Fall so mein Ding. Ich habe halt echt wenig Lust, nochmal in die Länder zu gehen, die ich schon gesehen habe. Ja, das ist ganz Außer. Land gesehen. Ja, na, ich weiß, dass das Quatsch ist so. Aber keine Ahnung. Also ich war in London und Hastings und denke mir jetzt, okay, England muss ich jetzt nicht nochmal sehen. So. Keine Ahnung. Schottland, Irland, okay. Obwohl das ja dieselbe Insel ist im Falle von Schottland. Also ich kann schon appreciaten, nochmal hinzufahren in Orten, zu Orten, Ich, an denen ich schon nur bei gewesen bin. Japan habe ich das. Nur bei Japan, das wollte Ja, ich aber man sagen. kann ja auch sich auf Sachen freuen, wenn man weiß, ja, da gibt es einen geilen Laden, so, da freue ich mich das ganze Jahr drauf, dann fahre ich da wieder hin, so. Ich freue mich auf einen geilen Laden. Ja, weiß ich nicht, also es gab dann auch in diesem Erzgebirge, diesem Dorf, dessen Namen ich nicht sagen werde, gab es halt so eine richtig geile Tomatensoße in diesem einen Laden, also in diesem Restaurant, auf die ich übelst abgefahren bin. Du meinst, die gibt es da immer noch? Weiß ich nicht, ich war jetzt auch schon 5 Jahre nicht mehr. Ich glaube, die Tomatensauce gibt es nicht. Oh, sag das nicht. Aber ich glaube, ohne Spaß, ich habe gelesen, dass es mal so eine Lawine gab und dass irgendwie dann ganz viel zerstört worden ist von dem Dorf. Also ich glaube. Na, jetzt werden die Leute bestimmt nicht rausfinden, welches Dorf das ist. Nee, es war nicht nur ein Dorf, es waren verschiedene Alle Ortschaften. Dörfer, das ganze Erzgebirge. Ja. Es ist ein Ausgemerzgebirge. Ja, genau. Ja, geil. Ich meine, das ist ja auch noch was anderes, ne? Wenn es jetzt heißt, ey, kommst noch mal nach Berlin oder nach Jena oder so, dann ist ja die Hürde auch kleiner. Ja, So. klar. Also jetzt irgendwie extra erstmal fliegen ist ja auch schäbig, aber du kannst ja sogar mit dem Auto rüberfahren nach London. Also Stimmt. extra nach London noch mal fahren, nur halt London noch mal, muss nicht sein. Ich Aber würde. noch mal nach Köln, wenn da die Gamescom ist, habe ich ja gesagt, das ist ja fein so. Aber zum Thema Urlaubsfails, ich wollte mal nach London so einen Tagestrip machen. Wollte echt zu früh hinfahren, abends wieder zurück mit dem Flixbus. Wir hatten auf der Hinfahrt 5 Stunden Verspätung, dass ich fast keine Zeit mehr in London hatte, bis ich wieder los Ach, du musste. hast Das das auch war richtig gemacht, ja. scheiße, ja. Aber wussten wir ja Aber nicht. wie lange fährt er denn normalerweise? Fährt er nicht da auch 11 Stunden oder sowas? Wir sind echt ganz, ganz früh losgefahren, quasi. Und wollten dann spät nachts wieder nach Hause fahren. Quasi, dass wir so einen Tag lang einfach nicht geschlafen haben. Wollten einfach dann Ja. hin und zurückfahren und im Flixbus schlafen. Ja. Aber wir waren dann so müde, weil wir einfach nicht schlafen konnten, erstens mal auf der Hinfahrt. Dann hatten wir Verspätung, mussten aus dem Bus rausgehen, weil wir auf irgendeine komische Fähre gewartet haben. Und hatten dann quasi irgendwie nur noch die Hälfte der Zeit in London und mussten wieder dann zurückfahren. Aber Hat sich nicht gelohnt. das ist jetzt aber fast interessant für mich, muss ich sagen. Weil Das war auch echt billig. eine Nacht durchmachen und im Ja. Flixbus pennen und nach London zu fahren. Ich kenne ja auch Leute, die in London wohnen, du ja auch. Dann ist das ja schon fast wieder interessant. Ja, also es war auch recht billig. Also Aber ich seid ihr da sitze. doch nicht von Weimar aus, von Erfurt mindestens oder von wo seid ihr aus? Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube, wir sind sogar echt. Na, wo war das denn? Ich kann es nicht mehr sagen, keine Ahnung. Ist schon eine Weile her. Weimar gibt es da bestimmt nichts. Na, mit Umsteigen bestimmt. Wir sind mit dem Auto irgendwo hingefahren. Auch Erfurt nicht, oder? Also das ist ja. Nee, es war auch nicht Erfurt, es war schon weiter weg. Lass es Frankfurt oder Berlin gewesen Ja sein, gut, was das ist ja wir. der halbe Weg schon wieder. Das ist ja, da ist ja richtig schäbig hinzukommen. Ja, gucke ich mal Jedenfalls in geht's Ruhe. nicht genau. Gucke ich mal in Ruhe. Aber irgendwie weiß ich nicht, eine Woche Berlin und von Berlin dann nochmal nach London oder so. Oder es muss ja auch nicht London sein. Was ist mit Wien oder keine Ahnung. Wien, wunderschön, ja. Ja. Ja, gut. Guck, nächste Reise. Und schön die 24 Cent bezahlen, um da irgendwas zu kompensieren. Die Ökobilanz, ja. Ja, scheiß drauf. Fick die Mache Erde. ich auch fast immer bei Flixbus, aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich was bringt. Ja, ne, deine Abgase sind ja trotzdem da. Du Ja. unterstützt dann halt irgendwie diese Projekte, um das irgendwie. Aber also, ne, das ist ja. Das macht das nicht ungeschehen. Es ist eine Milchmädchenrechnung. Das ist eine Milchmädchenrechnung, genau. Aber ja, also ein Bus ist ja schon. Ne, Bus und Bahn ist schon mit das Beste, was du machen Aber ohne kannst. Spaß, einmal, das war zur Anfangszeit von diesen ganzen Fernbussen, also Flixbussen und so, da war ich der einzige Fahrgast zwischen Erfurt und Frankfurt. Wirklich. Und ich dachte, das geht überhaupt nicht, aber ich war der einzige Fahrgast. Nice. Erfurt, Frankfurt. Und da bin ich quasi mit einem eigenen Bus dahin gefahren worden, für ein paar Euro. Und Geil. der Busfahrer meinte irgendwie, dass die eigentlich noch Fahrgäste hatten, die aber einfach nicht eingestiegen sind, die nicht kamen. James, fahren Sie bitte nicht so schnell. Das war krass, weil ich mich mit einem Busfahrer unterhalten habe, die halbe Fahrt.
Das war voll interessant. Da habe ich mich wichtig gefühlt. Nice. Wie so ein Star in einem, weiß ich nicht, Tourbus oder so. Nur ohne Band. Doch, ist gut. Ja, also, was war dein Lieblingsurlaub oder deine Lieblingsreise oder? Lieblingsreise. Also ich muss sagen, dieses Erzgebirge, das war schon geil immer. Sommerrodelbahn, Turnier mitgemacht immer. Und Ja. in diesem Hotel gab es auch dann so Cocktail-Workshops und DJ habe ich dann auch mal machen dürfen, weil die uns halt schon kannten. Wir waren da so eine Stammfamilie quasi. Und dann durfte ich dann sogar DJ-Abende machen an Halloween jedes Jahr. Das war cool. Stark. Und Wien. Auch voll gut. Ja, Wien habe ich noch nicht gesehen. Mach mal. Der Friedhof ist großartig. Der Zentralfriedhof. Okay. Gehe ich mal nach Wien, um mir einen Friedhof anzugucken, ja? Machen Menschen ohne Spaß, weil der ist so riesig und Ist auch da zufällig der Typ befahrbar. von Rolling Stones? Beskatebar? Oder was? Nee, Befahrbar? befahrbar, nicht skatebar. Schade. Wobei der Grabstein von Udo Jürgens ist ja so ein Klavier quasi aus Marmor. Udo Da Jürgens kann ist man tot? draus. Ja, schon lange. Keine Ahnung, Alter. Banause. Ich dachte, der macht noch. Udo Nicht Jürgens, mehr Udo viel, nee. Lindenbergs. Schimmeln tut er. Okay. Ja, geil. Lindenberg lebt noch, ja. Okay. Ist noch irgendjemand gestorben, von dem ich wissen müsste? Karin Ritter, Das weiß ich. Kurt Cobain, Beethoven ist gestorben, Helge Schneider endlich mal. der lebt noch. Schade. Ja, gut. Also bei mir, ich merke gerade schon, ich habe eigentlich echt viel mitgenommen. Ich muss ja, glaube ich, mal ein bisschen dankbar sein. Ich war jetzt allein das zweite Mal in Ungarn, ja. Habe auch viel mitgenommen aus dem Urlaub, immer so ein Handtuch oder so Ja, aus dem und Hotel. die Probe, Shampoo, Flaschen Ja. und so, die Wichser, Alter. Ja, also, mich zieht es noch ein bisschen mehr zu sehr exotischeren Orten, aber das wird ja jetzt gerade auch immer schwieriger. Ich habe auch das Gefühl, dass es, also die Lage auf der Welt wird ja nicht entspannter, so, ne? Und hatten wir auch neulich in der Oase so ganz grob mal besprochen. Die Idee nach Südostasien, ich will es nicht wieder sagen, Japan. Ich habe das Gefühl, ich müsste jedes Mal einen Euro in eine Kasse tun, wenn ich Japan sage. Ja, mach mal. Vielleicht mache ich das wirklich und davon bezahle ich den Trip dann. Ja, aber einfach zu Fuß, respektive halt per Anhalter irgendwie mit, aber einfach auf dem Landweg nach Japan zu kommen, das ist gar nicht so geil, weil da so viel Scheiße im Weg ist. Das wäre voll der Roadtrip. Das wäre richtig geil, der Roadtrip, aber entweder musst du halt so unten Türkei lang, wo dann auch diese ganze Scheiße hier, wo jetzt gerade eh der Ofen brennt, Syrien, Israel sowieso, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien, okay, schön mal durch die Leichen im Ganges schwimmen. Dann wird es halt ungemütlich, dann musst du irgendwie auch langsam Richtung China. Selbst wenn du oben lang gehst, musst du halt durch Russland an den ganzen Gulags vorbei, da hoffentlich reingesteckt zu werden. Dann kommt halt auch schon wieder China nach irgendwie Kasachstan, Ja, Usbekistan. Vollpension, ne, gibt's Oder ja. gehst durch fucking Sibirien, wo es eisekalt ist. Auch da kommt irgendwann China. Und spätestens irgendwann musst du halt dann auch auf eine Fähre steigen. Also es ist gar nicht so leicht. Nee. Wenn man jetzt sagen würde, ey, ich will jetzt nicht unbedingt fliegen. Und auch das hatte ich ausgerechnet. Also so ein Flug, Hin- und Rückflug nach Japan würde meinen CO2-Fußabdruck verdoppeln von 3,5 auf 7. Wobei der deutsche Durchschnitt bei 11 ist. 11,4 oder sowas. Also ich wäre immer noch krass drunter, aber ne, ist ja trotzdem nicht das Allercoolste, was du machen kannst. Und ja, die Alternative ist halt schwierig. Hinskaten. Ja, also. Als ich 18 war, so, das war auf jeden Fall so ein Gedanke, einfach nur mit Skateboard bewaffnet und einem Schlafsack oder so, einfach mal los. Aber erstens dauert es echt sehr viel länger, als man denkt, weil die Welt ziemlich groß ist. Und zweitens, ja, ist halt auch einfach dangerous. Und vielleicht will ich das nicht so wahrhaben, aber manchmal mag ich schon auch Sicherheit. So. Nein. Ja, weiß ich nicht. Also, das Ding ist, wenn, ja,
wenn mir in Japan was passieren würde, fände ich, das ist wie im fucking Aldi mit Corona angesteckt zu werden. Das ist halt scheiße. Aber wenn du irgendwie eine geile Feier hast und auf der dich ansteckst, ist irgendwie weniger scheiße. Weißt du, was ich meine? Ja, und in Japan irgendwie abgestochen werden von den Yakuza, das ist schon etwas Cooles. Ist für mich angenehmer, als an Syrien vorbeizulaufen und Schrapnell abzubekommen. Wenn sie so. Dich mit Harakiri zwingen. Das wäre für mich angenehmer. Im Urlaub sterben, ja, das stimmt. Ja, aber jetzt sind wir schon im Urlaub gestorben, da können wir mal zum nächsten Thema kommen. Ja, Twitch. 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 Das Beste zum Schluss, ja, die Partei. Ich kann auch die Partei zuerst Nee, reden. Twitch ist okay. Twitch ist ja für mich auch quasi Urlaub. Erst recht Chat's Play, das ist immer so angenehm, wenn meine Zuschauer da ganz nett sind. Ich will ja auch wieder anfangen zu streamen. Und zwar jetzt zur Bundestagswahl habe ich mir vorgenommen, dass ich wieder jede Woche einmal live bin. Einmal ist zu wenig, sag's dir. Also wenn einmal die Woche. Ich will ja auch nicht berühmt werden, damit ich einfach. Nein, nicht berühmt, aber also ist halt schade so, aber ist halt wirklich. Ich meine, selbst mein zweimal ist noch relativ wenig. Aber also ich glaube, es ist schon Minimum, wenn Twitch da irgendwie. Ist halt schade, aber. Da komme ich mal an der Puppe zu schmatzen. Ich werde einfach nur live gehen und mit Leuten quatschen. Kannst du. Und ja, haben auch vor, den Wahl-O-Maten zu machen, sozusagen, live mit allen Leuten. Um dafür Werbung zu machen und wählen zu gehen und so weiter. Da habe ich voll Bock drauf. Auf ein Twitch-Comeback. Witzigerweise habe ich nämlich gerade heute meine Auto-Host-Kanäle durchgeschaut und da bist du noch drin und ich habe dich nicht rausgelöscht. Oh, dankeschön. Ich habe, sorry, dass du das so erfahren musst, aber ich habe Peter gerade da rausgelöscht. Warum? Weil der gerade nicht streamt. Und also das Ding ist, je mehr Kanäle du da hast, die inaktiv sind, desto schlechter sind die anderen, also es zieht die anderen runter, weißt du? Also in meiner Wahrnehmung, wenn du da halt 20 Kanäle empfiehlst und 10 davon sind inaktiv, das ist irgendwie, weißt du, das finde ich schade. Ja, ich will dann lieber auch Leute da angezeigt oder pushen oder was auch immer, die auch am Start sind. Aber ey, wenn Peter wieder anfängt mit Streamen, easy. Sofort, ja. Ja, ja, also wir hatten ja diese Pause gemacht, weil wir 100 Follower hatten und dachten, jetzt reicht doch mal wieder irgendwie. Und das war immer, wir haben ja diese Freundesgruppe gehabt, Menschen von der Raffmischwerk, Maya, Vince, Mila und ich, und wollten halt einfach immer kochen und quatschen. Hatten dann mal die Idee, live zu gehen, was relativ cool war. Wir hatten immer so um die 8 Zuschauer gleichzeitig live, haben auch Geld eingenommen und hatten dann 100 Follower. Wir haben dann irgendwann gemerkt, dass wir so auf Druck immer reden mussten und Content liefern mussten. Und es war dann nicht mehr für unsere Freundschaft nicht mehr so erschwinglich, weil wir eh schon wenig Zeit hatten, uns zu sehen. Also wir irgendwann gesagt haben, wir machen jetzt mal wieder einen Break so und treffen uns privat und unter uns. Und jetzt fängt es wieder an zu kribbeln in unseren Stimmbändern und Fingern und wollen wieder streamen. Zumindest Mila und ich wollen wieder streamen und machen halt dieses Bundestagswahlquatsch-Zeug. Bin ich gespannt. Ich habe jetzt auch schon Wahl-O-Mat für Berlin gemacht. Dabei kam raus, dass ich irgendwie... Ich glaube, B-Sternchen oder so heißt diese Partei, noch nie gehört. Ist natürlich was ganz anderes als Bundestagswahl. Ne? Ein paar Fragen habe ich auch so, also was weiß ich, was ihr da für eine Scheiße in Berlin macht, so habe ich dann irgendwie beantwortet. Aber das ist eine Partei, die aus ehemaligen Hausbesetzern heraus entstanden ist. Ah. Ja, die irgendwie... Blablabla, bla, bla, das dadaistische Sammelbecken oder sowas, richtig Ach, gut. Die Bergpartei? Genau, die Bergpartei. Überpartei, genau, Bergpartei, Überpartei. Die sind witzig, die kenne ich auch aus Berlin, hab den mal gesehen, ja. Und mit denen hatte ich dann irgendwie so 87% Übereinstimmung. Das sind sie. Kann man wählen, finde ich. Okay, muss ich mich nicht schlecht fühlen. Und Twitch war ja für dich ein Retter, kann man ja sagen, ne? Weil ja die YouTube-Einnahmen so abgefallen waren und du bist ja relativ früh in dieses Twitch-Game eingestiegen. Ja, relativ, kommt drauf an, im Vergleich zu wem so, aber ja, noch relativ früh. Und es war auf jeden Fall für die Pandemie richtig gut. Ja. So, weil es ging halt im Lockdown einfach nichts. Ist auch jetzt teilweise noch ein bisschen schwierig, aber ja, fuck it. Und das ist schon sehr gut. Und ich habe meine Einstellung zu der Plattform auch ein bisschen geändert. Am Anfang war es halt echt so, das ist doch alles nur Wegwerfscheiße. Und jetzt ist es so, naja, es sind so 90% sind Wegwerfscheiße. So. Auf der einen Seite kann ich das absolut nachvollziehen, dass in der Pandemie, also es ist immer so, man fühlt sich ein bisschen mehr wie, da ist noch eine andere Person im Raum, wenn man Twitch guckt, statt einem YouTube-Video.
Ja. Es ist so ein bisschen sozialer, auf jeden Fall. Also für Leute, die sich irgendwie einsam fühlen, bestimmt richtig gut. Und es gibt schon auch Leute, die da innovativen Scheiß machen. Und ich gucke auch gerne bei Leuten rein, die ich persönlich kenne. Aber ich gucke eigentlich fast nichts von Leuten, die ich nur auf Twitch kenne. So. Gar nichts, glaube ich, fast. Würde ich mir auch nicht angucken. Also ich bin ja Also. auch Fan von Julian Bam und Rezo und so, aber ich würde mir die nie angucken auf Twitch. Ich finde dann erst so diese Cuts, also diese Highlights ganz nice von ihren Streams. Da Ja. kann man mal reinschauen, aber Ja. so live, stundenlang, das ist mir auch zu langweilig. Also das finde ich zum Beispiel hart von allem, was ich gesehen habe. Julian Bam war ja immer dafür bekannt, super krass aufwendige, kreative YouTube-Videos zu machen. Und seine Streams waren so richtig 0815. Jedes Mal, wenn ich reingeguckt habe, halt labern oder auf ein Video reagieren. Wow. So. Also ich will jetzt auch nicht mich zu hart in den Himmel loben. Aber. Aber. Das ist ja, ich habe es jetzt auch offiziell bei meinem Twitch unter die Beschreibung geschrieben, so. Du weißt nicht so genau, was du da siehst, und es ist immer degeneriert, aber es ist auf jeden Fall was, was du nirgends anders siehst, so. Das ist schon auch mein Anspruch. Aber, ja, du hast ja auch nur einen gewissen Rahmen, in dem du dich bewegen kannst. Man muss eben auch sagen, es ist halt Julian Bam, der eh schon einen großen Namen hat. Und er muss nicht mehr machen als das. Und ihm Ja, das schauen ist doch halt tausend Leute scheiße. zu. Das ist doch scheiße. Vielleicht, aber für ihn ist es Für halt ihn ist es entspannt. super geil, ja. Ich würde es genauso machen, Ich glaube setze mich jetzt immer 4 Stunden hin und beantworte die gleichen Fragen jeden Tag. Super geil, kriegt dann Geld dafür. Aber das würde mich auf Dauer richtig runterziehen, du. Ich lebe auch ein bisschen so wie Julian Bam bei Twitch. Ich mache auch eher so das einfach mein Ding so und wir machen halt Sachen, die uns Spaß machen. Ja, Und das. schielen nicht so sehr auf die Ja, Zuschauerzahlen. das ist ja was anderes, weißt du? Du machst es ja wirklich. Also, ich mache es ja auch, weil es mir Spaß macht, aber ich mache das ja schon auch Auch beruflich. beruflich, Ja. kann man so sagen, auch wenn es Ja. komisch klingt. Aber es stimmt schon. So. Und du machst es nicht beruflich, das ist ja was Genau. anderes. Ja. Aber Julian Bam macht es auch beruflich, aber der hat da halt, also vielleicht ist ja das schlechte Beispiel, weil ich da wirklich nicht so viel gesehen habe, aber das, was ich gesehen habe, war halt wirklich 0815 Scheiß, bla. Ich finde es Du spannend, guckst wenn. den Stream an und hast wieder vergessen, so. Aber bei mir denkst du halt nach Jahren noch zurück, ach damals, da war der große Apfel-Stream, ja. Oder hier bei dem Chat's Play, wo das passiert ist, hier mit Kingdom Come, oh, das war krass. Oder da, als wir Julias Reiterland gemacht haben und Ja, so. stimmt, ja. Das ist halt irgendwie, das bleibt zumindest hängen, ja. Ist natürlich auch nicht ganz so geil wie irgendein fertiges, eine Public Prank Compilation, irgend so ein Video. Das guckst du dir dann vielleicht eher an, aber schon alleine, weil das nur 10 Minuten sind statt 4 Stunden Stream. Aber egal. So. Und die ganzen Memes, die dabei entstehen, ja, die bleiben ja auch eher. Und das ist schon geil. Ich schaue auch lieber die Streams so von Dion, von dir und von Franz und solchen Leute, Leuten, die man halt kennt, ne? weil ich euch kenne, so weil ihr auch auf meine Kommentare reagiert oder so, weil man halt interaktiv ist und ihr auch auf Leute reagiert, die ihr vielleicht auch nicht kennt. Dann dieses Chatfenster haben, was nicht zu voll ist, aber trotzdem gut besucht ist. Ja. Das ist genau das richtige Level. Wenn ich jetzt bei Montana Black reingucke, dann springen die Nachrichten ganz, ganz schnell von Ja, unten nach oben und du kannst da nichts mitlesen. Und du kennst ihn auch nicht persönlich. Und es ist dann ja. immer so, da habe ich keinen Reiz dran. Ja, und Leute, die nicht streamen, unterschätzen das auch. Also es ist jedes Mal so, ich habe das ja ein paar Mal erlebt, wie Leute angefangen haben, auch Rosi zum Beispiel hat ja angefangen mit Stream. Und das ist einfach so viel mehr und Multitasking, Ja. als man sich das vorstellt, wenn man halt nur Zuschauer ist. Ich will jetzt auch hier mich nicht in den Himmel loben und mich über eine Stufe stellen, über hier Friedrich, der irgendwie Corona-Patienten heilt und so. Alles cool, ja. Ich sage nur, dass es halt, wenn da mal eine Nachricht durchrutscht, dann ist das nicht der Streamer ist ganz böse und ignoriert den Chat, sondern es Ja. ist halt einfach, das ist halt irgendwie dauerhaftes Multitasking. Und deswegen, ich lese ja auch eigentlich fast alles, was im Chat ist, aber ich lese es halt nicht nochmal extra vor, weil das würde dann noch mehr Zeit kosten. Ja, stimmt. Und ja. Ja, manche erwarten auch, dass man das vorliest und darauf reagiert, antwortet und so. Und das, also ich meine, ich hatte nicht so viele Zuschauer. Ja. Es waren vielleicht maximal, wenn du mal oder wenn Imp geratet habt, so und es waren mal so 60 Leute drin, okay. Aber es waren halt immer so 10 Leute bei uns, 18 Leute. Und selbst die haben immer gesagt, ja, antworte doch mal oder lies das mal vor. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie anstrengend es eigentlich sein kann. Und dass es schon auf diesem kleinen Level so ist, ja. Ja. Wo es ja bei mir eher entspannt ist als bei anderen großen Streamern. Ja, deswegen denke ich mir auch so wirklich, keine Ahnung, 1000 Zuschauer oder so.
Ich weiß gar nicht, ob ich das so geil finde. Also klar wäre das finanziell gut, aber wie wir festgestellt haben, das ist jetzt nicht so, was mir am wichtigsten ist. Das Einzige, wo ich mir echt sage, es wäre halt geil, einfach da eine größere Reichweite zu haben, ist, dass du da schon mehr Möglichkeiten hast, einfach geile Aktionen zu machen. Ob das nun einfach Leute trollen ist oder halt irgendwie irgendwas voll spammen. Weißt du, irgendwie auf eine, das mit dem Bock, irgendwie auf eine Instagram-Seite gehen und jeder macht ein anderes neues Wortspiel zu Bock oder sowas. Das ist alles geil. So, aber an sich finde ich das schon gut, wenn man auch die Leute fast alle kennt, ja, die Namen immer wieder die gleichen sind. Deswegen geht an dieser Stelle einfach mal ein großes Herz an euch heraus. Vielen Dank auch, dass ihr hier gerade zuhört, weil Hörerwunsch ist ja dann auch nicht für jeder Mann und jeder Frau. Stimmt. Und dass man das sich dann auch nochmal anhört, das ist schon sehr sweet. So. Und Paterman habe ich lange nicht mehr gesehen. Ist mir aufgefallen. Ja, der rutscht in die typische Jugend ab halt, ne? Ach so. Saufen, kotzen, rauchen. Und er findet Nosferatu TV keinen Platz mehr. Nö, ach, der findet das nach wie vor cool, aber der, weißt du, der hängt dann halt am Bahnhof Zoo rum, statt in meinem Twitch-Chat. Verstehe. Ja. Voll sad. Aber Sehr es wächst sad. bei dir ja schon, ne? Die Zuschauerschaft und die Abos Joa. und Follower. Ja, also wie gesagt, ich glaube, wenn ich jeden Tag streamen würde, da würde das auch noch mehr gehen, so, aber. Mach doch mal so eine Offensive, dass du mal so irgendwie Ja. jeden Tag mal so einen Stream machst. Ja, ich bin ja gerade eher dran, ein bisschen wieder mehr YouTube-Videos zu machen. Das ist ja auch wichtig, weil die Leute haben ja auch Bock drauf. Es Ja. ist halt, das ist auch ein bisschen schwierig, so. Du kannst dich nicht auf eins zu 100% konzentrieren, aber finde ich okay. Du hast ja auch über Patreon so Angebote mit Sprachnachrichten, ne? Und Ja. so Texten. Machst du das auch an so einem geregelten Tag? Du sagst montags von 10 Nee, bis ach. 12 machst du Das ist auch Sprachnachrichten? nicht so viel. Nee, ach. Das ist. Also, ich habe bei dem Zehner-Tier so Songs, kurze Lieder schreiben und so, das habe ich ein paar Mal gemacht. Und ja, so viel ist das nicht. Ach so, ich dachte, das sind auch so Aber wenn ihr 20 oder so. interessiert seid, dann folgt doch gerne mal bei Patreon rein. Das ist eh das Allerbeste von allem, weil da hat man einfach eine gewisse Konstante, mit der man rechnen kann. Außerdem könnt ihr euch für $3 dann in die Oase einkaufen. Und da, also da gibt es ja nochmal richtigen Premium-Content. Ich habe auch jetzt in den letzten Monaten noch mehr Spaß daran gefunden, jede Diskussion, die irgendwie passiert, einfach zu memen. Also da werden dann irgendwelche Bilder erstellt, wenn irgendjemand was schreibt. Und da ist immer sehr lustig. Ja, ich bin gerne in der Oase. Es macht Spaß, da mitzuschreiben und die ganzen alten Halunken kennenzulernen und zu treffen. Ja. Das ist schon auch geil, jetzt nach der ganzen Zeit, dass man halt auch alle irgendwie kennt. Ja. Am Anfang war ich da übelst überfordert. Das war ja erstmal so von 0 auf 100 so, kam ja erstmal, keine Ahnung, 20, 30 Leute rein. Und ich so, wer sind diese Menschen? So, das ist erstmal übelst. Und mittlerweile kennt man jeden und jeder hat seine eigenen Memes und so und Running Gags, wo man sagt, ah ja, hier, guck mal, das ist der John, der ist Genau. der CDU-Wähler. Ja, witzig. Ja, stimmt. Und auch die ganzen Nebengruppen, die es da gibt, ja, Ja. Nostera 19 und Um Technik. die Minderjährigen in der Oase zu schützen, was aktuell eigentlich nur noch eine Person ist, weil Jenny ist endlich volljährig. Ja. Ja. Und auch vielen Dank an die Menschen, die uns auch privat schreiben, ja, zum Brennpunkt. Zwar wollte ich eigentlich eine reguläre Lernausgabe machen. Ich habe ja erzählt, dass ich Zahnprobleme habe, Zahnfleischprobleme. Da hat mir eine Hörerin eine Zahnpasta empfohlen. Hat mir ein Foto geschickt und die nimmt sie. Das hat das gleiche Problem wie ich und es hilft ihr. Habe ich mich Gut, sehr gefreut. dass du das jetzt gerade ansprichst, denn mir hat, was soll das hier sein, auch geantwortet. Der hat ja im letzten Brennpunkt Hörerwunsch eine Frage gestellt mit der Polygamie. Ah, Und er hat ja. nämlich einen relativ langen Text geschrieben, dass sie halt nicht zusammen fest wohnen und so. Und dass es auch ganz entspannt läuft. Ich kann es auch einfach mal vorlesen, so viel ist es nicht. Ich habe gerade gedacht, es ist ein übelst langer Text, aber so viel ist es gar nicht. Richtig mega geikel, dass auf meine Fragen eingegangen worden ist. So zur Erklärung: Lebe mit zwei Frauen fest zusammen. Doch, mal einen Moment. Läuft super mit uns, hätte es mir auch schwieriger vorgestellt. Es ist ganz entspannt, weil wir auch alle drei nicht zusammen wohnen. Ah, okay. Und wenn wir Bock haben, was öfters der Fall ist, dann wohnt jemand bei mir für eine Weile oder ich bei meiner Partnerin, habe trotzdem alles offen gelassen, also sehr offene Beziehung. Wenn ich oder sie mit jemandem anderen schlafen will, ist das für alle in Ordnung, denn Sex ist Sex und Liebe ist Liebe. Wir denken auch, dass es die beste Beziehung ist,
wenn es keine Eifersucht entstehen kann, weil man doch tief im Inneren jeder möchte. Weil doch im tiefen Inneren ist gerade ein bisschen weird, Alter. Jeder möchte, denn er wirklich. Alter. Sorry, was geht ihr? Den er wirklich liebt. Wenn er wirklich liebt, dass diese Person glücklich ist. Ich glaube, ich habe es einfach verkackt. Aber da ist halt auch ein den statt denn, glaube ich. Ja. Dann ist es doch perfekt, wenn eine Partnerin innen sich, ohne sich eingeschränkt zu fühlen, sein Leben voll lieben, leben kann. Das wirkt auch ein bisschen wie mit Autokorrekt. Ist egal. Es ist wie Freundschaft plus mit bester Freundin. Hoffe, ich konnte es dir ein bisschen verständlich erklären. Kannst es auch zeigen oder erklären, wenn es Tino auch interessiert. Durchaus. Wir haben gerade das hier vorgelesen, auch wenn ich total gescheitert bin, im nächsten Hörerwunsch am Mittwoch. Und hier ist Tino. Danke für die Info. Ich finde es sehr interessant. Ja, also ja, kann man machen, klar. Also Freundschaft Plus hatte ich ja auch schon. Kann auf jeden Fall entspannt sein. Halt's Maul! Kann auf jeden Fall entspannt sein. Ja. Meiner Erfahrung nach einfach, aber nur bis zu dem Punkt, wo dann die eine Person mehr will. Das war mir dann zu Das kommt anstrengend. schon mal vor. Hatte ich ja auch relativ sehr, sehr häufig, Freundschaften plus. Und bei mir gab es das vielleicht einmal, dass eine Person was mehr von mir Ja, Tino, wollte. bist halt einfach nicht so liebenswert wie ich. Okay. Ja, nein. True. Nee, das ist doch schön. Also, wenn es funktioniert, Aber funktioniert's. nur F plus ist ja noch entspannter, wenn du in einer Beziehung bist und noch eine F plus hast oder die Ja. Partnerin F plus hat. Dann wird es ein bisschen kompliziert, aber es kann, auch das kann schön sein, wenn man sich vertraut und redet miteinander. Ja. Ja, also ich weiß nicht, ich hoffe, da wird dann. Ich hoffe, bei euch wird zumindest ein bisschen verhütet. Weil wenn das Ganze offen ist und jeder halt einfach jeder und dann weiß ich nicht. Kann, also, wenn das Das ist ja klar. so ein Also großer Haufen ist, ja, ist halt was anderes, wenn du mit einem Partner einfach die ganze Zeit machst, was du willst, so. ich kenne Oder wenn viele. sich das so öffnet, dass dann. Also ich kenne viele Paare, die offen leben und die haben alle die Regel ausnahmslos, dass sie miteinander halt ohne Kondom Sex haben, aber mit Affären, F plus, halt immer mit Kondom. Das ist, habe ich bei jedem bisher so mitbekommen. Nun gut. Das ist auch eine gute Regel. Als kurzer Abweichler zum letzten Brennpunkt, Yes. Hörerwunsch. Wo auch andere Abweicher sind, ist bei die Partei. Ja. Es ist ein Leidensthema geworden, auch zum großen Teil. Also, ich war ja damals von, naja, 2011 bis 2015, 16 ein sehr, sehr aktiver Parteimensch und hatte richtig Bock drauf und habe da richtig Werbung gefahren. Habe auch den Kreisverband hier Weimar aufgebaut und so weiter und war dann in Thüringen auch stellvertretender Vorsitzender. Aber dann kam die Europawahl und die Ergebnisse wurden immer besser und es hat eben auch Fliegen angezogen, ja, also Menschen angezogen, die die Partei nicht so richtig verstehen. Und seitdem macht es irgendwie weniger Spaß und ich schäme mich auch für manche Aktionen Du und bist für. so ein bisschen der Anti-Bayern-Fan, ja? Je größer der Erfolg, desto weniger deinen Bock, den Naja, Verein zu supporten. aber nicht jetzt aufgrund der Tatsache, dass es größer wird. Eher so, was damit dadurch passiert, dass halt viele eintreten, die das nicht verstehen, die diesen Satirebegriff nicht ernst nehmen. Die nur gelesen haben, das Bier entscheidet, hör geil, saufen, saufen, saufen und Porno-Wahlkampf. Aber das war ja halt nur eine Aktion und nicht irgendwie, was die Partei ausmacht. Und bis Aber. heute besaufen sich halt die Leute auf den Parteitagen und grapschen Frauen an. Und das ist halt nicht in Ordnung. Aber hast du darüber hinaus noch eine spezielle Aktion, die du nicht cool findest, oder? Also das ist ja, Frauen angrapschen ist ja jetzt keine Aktion, sage ich mal, um Werbung für die Partei zu machen, sondern eine gezielte. Gibt es da irgendwie so Ausrutscher durch neue Leute, Na, es gab die schon irgendwie zu Plakate. weit gehen, Ja, oder? doch, es gab schon Plakate, die ich halt lesen musste. Es gibt so eine Facebook-Kadergruppe, wo halt so die wichtigsten Menschen drinnen sind. Und dann werden dann Plakate oftmals zerrissen, auch von den Genossen aus anderen Verbänden. Da sind oft echt Sachen dabei, wo ich mir so einen Kopf fasse und mir denke, das ist einfach nur stumpf, es ist nicht lustig oder es ist halt irgendwie einfach sinnlos, also eine leere Provokation. So nur aus Provokationswillen, was gar nicht notwendig gewesen ist. Und da gibt es Beispiele auch wie einfach nur Refugees Welcome, die Partei. So, das sind Sachen, die verstehe ich nicht. Die kannst du machen bei der Linkspartei, bei den Grünen, aber nicht bei die Partei. Aber Klar, nicht bei uns.
Klar vertreten wir auch die Ansichten so, die eher links sind und Refugees sozial. Welcome, wenn sie Bier mitbringen, wäre das okay? Vielleicht, das wär ein Gag wert, vielleicht, ja. Ja, dass die deutschen Flüchtlinge nur dann akzeptieren, wenn sie Bier im Schlepptau haben. Ja, das wäre ein Witz vielleicht. Hm. Aber so diese Stumpfe irgendwie, wir machen jetzt linke Politik ohne Satire, ist für mich halt bei uns nicht aufgehoben, also nicht gut aufgehoben. Hm. Oder auch der Sonneborn-Witz mit diesem komischen T-Shirt hier, gute Heimleise und so. Das fand ich auch nicht so gelungen von Sonneborn selber. Gibt's auch mal. Aber an sich Sonneborn im EU-Parlament ist schon eine gute Sache, oder? Ja, finde ich schon. Also ich mag seine Reden und Aktionen, die er macht und hat halt eine große Öffentlichkeit. Er macht auch Dinge, über die man diskutieren kann, keine Frage. Aber der Gag der Partei war schon immer, dass Sonneborn so die Lichtgestalt sei und der Führer des Ganzen und er macht alles perfekt. Und auf diesen Zug fahre ich eben auch noch mit. Man kann ihn gerne intern so ein bisschen kritisieren. Aber es gab eben auch Machtkämpfe, dann, die nach außen getragen worden sind, wo dann hinter die Kulissen geblickt wurde. Das fand ich halt nicht gut. Dafür sind wir nicht da. Wir sind nicht die AfD und die Piraten. Oh, die AfD oder die Piraten. In einen Topf geworfen, ja? Ich muss, glaube ich, gleich niesen, aber ich verhindere es. Mach das mal. Nies mal in die Gitarre rein. Vielleicht klingt das witzig. Hatschi! Ja, mir hat es nämlich auch gerade gejuckt. Vielleicht ist hier gerade irgendwie mal sowas durchgeflogen. Ja, das kann sein. Oder vielleicht hat Martin Sonneborn an uns gedacht. Wahrscheinlich. Ja, also ich bin kein Parteimitglied, wie vielleicht der eine oder andere weiß. Ja. Also ich bin dafür, glaube ich, zu faul. An sich stelle ich mir halt das vor, dass da eigentlich eine Marktlücke ist. Und zwar unsatirisch oder schon auch so, aber fernab von die Partei halt ernste, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Politik zu machen, aber trotzdem halt, wie ich es immer predige, diese Anzugscheiße abzulegen und halt einfach normal zu sein, nicht geschwollen zu reden, nicht irgendwie in Plattitüden zu reden, sondern gerade raus und auch mal sagen, nee, also unsere Geldgeber, die wollen das nicht, das können wir nicht machen, würde ich natürlich dann nicht sagen. Also da hätte ich schon irgendwie eine gewisse Vision, aber da habe ich eigentlich auch gar keinen Bock drauf. Also. Ja, kann ich verstehen. Es gab es schon öfter, glaube ich, solche Parteiansätze, dass sie sich dachten, wir machen eine Partei, die nicht so steif ist, aber es kommen nun mal die Seriösen besser an, auch die seriös aussehen und so. Deswegen will ja als die Partei auch diese Anzüge tragen, einfach aus diesem Gag heraus, dass du ernst genommen wirst mit Anzug. Also wenn du auf der Straße stehst mit T-Shirt und Käppi, ich nehme keiner ernst, aber hast du irgendwie einen grauen Anzug und eine Krawatte um, dann hören die Menschen einfach zu und denken, dass du kompetent bist. Das ist halt trotzdem dumm. Ja, klar. Also sicher. Aber im Prinzip, Trump war ja das so ein bisschen, was ich meine. Der hatte zwar auch einen Anzug an, aber so von der Attitüde her war der das. So. Also Populist ist halt mittlerweile sehr negativ besetzt. Aber eigentlich muss es ja nichts Negatives sein, sondern halt jemand, der sich wirklich für das einsetzt, was die Bevölkerung mehrheitlich will und nicht irgendwelche großen Konzerne. Aber mittlerweile ist es ja eher so verwendet, dass der halt sagt, was die hören wollen oder einfache Lösungen bietet für komplexe Probleme, einfach weil sie das hören wollen. Das ist nie gut. Also man kann gerne versuchen, wie auch Gysi oftmals getan hat, Dinge einfach zu erklären. Für Menschen, die vielleicht nicht so Geschwollenes verstehen. Aber manchmal braucht es eben auch diese Rhetorik, um Sachen auch erklären zu können oder um sie fassen zu können. Ja, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt nicht der größte Rezo-Fan und finde es eigentlich tatsächlich ein bisschen aufgesetzt, wie er in seinen Videos redet. Aber ich glaube, dass er halt wirklich so redet, von daher ist okay. Mhm. Aber ich glaube, alleine das, ja, der erklärt ja in seinen Zerstörungsvideos auch ganz okay, ja. Und wenn der jetzt Politiker wäre, da würden ja viele ihn wählen einfach, ja, okay, der hat halt eine Fanbase, die ihn wählt, aber es würden, glaube ich, auch Leute ihn wählen, einfach weil er halt ein bisschen natürlicher ist als, wir müssen in dieser Situation eine gemeinsame Lösung finden. Es ist wichtig, dass wir hier an einem Strang ziehen. Dieses Geschwaller, sondern, nee, das fuckt mich jetzt mal ab. So, ja. So einfach diese Attitüde. Und die vermisse ich ein bisschen. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ja, weil ihr das am ehesten noch vertretet, aber halt auch nicht so ganz. Und ja, dann ist dann halt Saufi und so. Und keine Ahnung. Das ist schön und gut, aber eigentlich ist gerade Zeit für wütend sein. Eigentlich ist gerade echt Zeit für
nach vorn gehen und wirklich Sachen aktiv. Es ist Zeit für Mistgabeln eigentlich, ja. Nicht Mistgabeln gegen Flüchtlinge erheben, sondern gegen diese Scheiße, die hier einfach gar nicht geht. Ja, gegen Ja, da müssen wir die Kohlejobs müssen wir schützen hier, ne? Und hier, Kollege Schnürschuh, wir steigen, ach, 20, 60, komm, es reicht. Dieses Geleier, Alter, das ist halt alles. Eigentlich wäre die Zeit für den Bundestag scheißen. Aber ich glaube, die AfD will das auch vertreten. So diese mit Mistgabeln auf die losgehen, wir werden sie jagen Ja, und aber das ist das halt machen die auch. falsch. Und es ist vielleicht nicht so die geilste Idee. Was hältst du als krasser Parteimann eigentlich von der Idee, die Herodes kritisiert und ich sehr, sehr geil finde? Man plant einen Riesenprotest, ja, sagt hier, wir marschieren alle vor den Bundestag oder dann eventuell vors Büro von Armin Laschet oder was auch immer, vor seine Wohnung, whatever. Wohnung eher nicht, das ist uncool. Ja. Und gehen 2 Tage vorher nicht kacken. Und dann scheißen wir alle 10.000 Leute vor den Bundestag. Die ganze Welt würde darüber berichten, ja. Ja. Wenn zum Beispiel die Message ist, wir scheißen jetzt hier hin, so wie ihr mit euren Lobby-Großkonzernen die Umwelt voll scheißt, oder was weiß ich, kann man dann eleganter machen, das ist jetzt nur on the fly überlegt, ja. So. Dass das halt eine gewisse Tragweite hätte. Herr Rhodes beschwert sich halt, das ist keine gute Aktion, weil das die Leute in einem schlechten Licht darstellt und so. Aber ich glaube, dass, also dieses jede PR ist gute PR-Ding, weißt du, dass das so eine Aktion wäre, da würde wirklich die ganze Welt drüber berichten. Stell dir vor, da gehen 100.000 Leute hin und nur ein Zehntel davon schafft es zu kacken. 10.000 Leute, die vor den Bundestag scheißen. Die Das ganze Welt würde müssen dann berichten. aber auch so Oma Erikas sein und Oma Gerdas, die auch aus der Mitte der Gesellschaft Ja, von kommen. mir aus. Ja. Wird keiner ausgeschlossen, darf jeder mitmachen. Wird keiner Ja. ausgeschissen. Ja, gerne. Also ich bin ja auch ein Fan von so radikalen Aktionen, die aber keinem wehtun und so. Außer die armen Hausmeister, die das dann wegwischen müssen. Ist richtig, aber ja, man kann ja auch, ja, es muss immer der kleine, also man kann ja auch, jetzt mal angenommen, man würde in die ganzen Büros der Politiker kacken, würden die das ja auch nicht selber wegmachen. Das Nee. ist halt scheiße, natürlich, Ja. also, aber ja, man könnte das elegant mit einer Aussage verbinden, ja, so von wegen, ja, fuck it, was weiß ich, Mann. So ein Kackhaufen mit einem kleinen Fähnchen drauf für Laschet. Ja. Nee, das ist wieder zu allgemein gehalten. Einfach nur Laschet ist doof, finde ich nicht gut. Aber wirklich irgendwie reißt euch mal zusammen. CO2-neutral morgen, was weiß ich. Das ist Wie natürlich auch wieder heißt? utopisch, aber weißt du, was ich meine? Es muss schon irgendwie eine konkrete Aussage dabei sein, nicht einfach nur Laschet ist doof. Die reißt euch mal zusammen, Partei. Ja. RDMZ. Die RDMZ. Ja. Nee, reißt euch. RE-MZ. Reißt euch mal zusammen, Ja. Partei. Ja. Mit dem Scheißwahlprogramm. Ja. Von mir Das ist so meine aus. Idee. Also prinzipiell bin ich halt schon Fan von satirischen Parteien und Aktionen und so weiter. Verstehe aber auch die Kritik von Leuten, die halt sagen, dass die Partei den Linken die Stimmen wegnehmen, so ein bisschen. Aber ich muss aber auch sagen, dass wer Linke wählen will, wählt auch Linke, weißt du? Und wir nehmen ja auch allen Parteien Stimmen weg, nicht nur den Grünen und den Linken. Der AfD sicher auch. Bestimmt. Ja, Klar, weiß ich kann nicht. schon sein. Weil ich sehe uns auch als Protestpartei, wenn man irgendwie seine Stimme abgeben will. Aber man will nicht irgendwie irgendwelche Rechtsextremen unterstützen, sondern wirklich eine Partei wählen, die auch, wo auch die Stimmen gezählt werden. Und wir machen ja nichts kaputt. Wenn du aus Protest die AfD oder die NPD wählst, dann gibst du ja irgendwie Leuten Geld und Stimmen, die halt irgendwie Nazis sind. Und sind wir ja nicht von die Partei. Bei uns ist die Stimme maximal dann ein Witz wert oder so. Ja, ich check gerade nur mal kurz gegen, wann die Bundestagswahl ist. Ah nee, das haut ja gar nicht hin. Jetzt in 3, 4 Wochen. Ja, vielleicht gehen wir wirklich zum 130. auf die Straße und fragen noch mal die Leute. Voll Dann gerne, ja. ist das, glaube ich, so, was, 2 Wochen vorher? Kommt das hin? Geht ja. Ja, schon. So, Briefwahl könnt ihr dann noch machen, nachdem wir euch in der 130. Folge fachmännisch und fachfrauisch beraten haben, Sehr gerne. Leuten von der Straße. Wen wählen Sie und warum? Oder vielleicht fragen wir auch mal anders. Wen würden Sie auf keinen Fall wählen? Ist auch mal eine spannende Frage.
War das deine Idee, dass man irgendwie eine Stimme hat und eine Ja. Stimme hat? Ja, entweder das oder halt eine gestaffelte 1, 2, 3. Weil ich glaube, auch da würde sowas wie die AfD nicht gut wegkommen. So, also klar gibt es dann die Leute, die Erststimme Partei geben. Also nicht 1, 2, 3, so wie es jetzt funktioniert, Erst- und Zweitstimme, sondern so Gewichtung. So. Ja, Und wenn da zum Beispiel dann bei den anderen 90% in Deutschland keiner auch nur bei den ersten drei Stimmen die AfD hat, dann wird die ja wieder runtergestuft, so. Das wäre eigentlich voll Oder, demokratisch, ne, ja. tatsächlich. Wobei es Also auch. da kommt halt eher dabei raus, welche Parteien man gar nicht unterstützen will. Und ja, also ich glaube, viele Leute haben halt so, ja, ich würde halt die wählen, was weiß ich. Linke zum Beispiel ist, glaube ich, auch bei vielen. Da sagen die Leute immer, die haben halt irgendwie coole Politiker. Ich mag die Wagenknecht oder ich mag Gysi oder so. Oder auch die Rothaarige, keine Ahnung. Das habe ich halt übelst oft bei dem. Katja Kipping. Ich glaube, die war es ja. Bei dem. Na, wie heißt man? Oh, der Typ hier, der Berliner. Der Berliner, der die Leute immer einlädt. Schick, Krömer, Kurt Krömer. Ja, ja. So, in der Sendung war die nämlich. Ja, Und das das war war halt cool, so ne? immer der Konsens irgendwie in den Kommentaren. Ja, die Linken, ich will die zwar nicht, aber die haben voll coole Politiker. Irgendwie Ja, so. Das ja. war so der Konsens. Und ich glaube, solche Parteien oder auch die kleineren halt hier jetzt, die Humanisten oder Volt oder sowas, dass die halt von sowas profitieren können, wenn es einfach eine erste, zweite, dritte, vielleicht sogar die ersten fünf Stimmen so. Weißt du, die erste wiegt am meisten, dann zweite und so weiter. Und ja. Das gibt's aber doch auch zur Kommunalwahl. Hast du ja auch Aber drei wen Stimmen. interessiert das denn? Ja, aber auch da ist ja die AfD mit Bravour in den Rat gekommen, hier in Weimar zum Beispiel. Hm. Also ob das immer so funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich finde die Idee auch gut. Das Ja. würde ich als mehr Demokratie empfinden. Ja. Und die andere Idee war halt eine Stimme für die man möchte und eine Stimme für die man auf keinen Fall möchte. Minusstimme, genau. Ja. Würde ich Und dass supporten. die sich dann vielleicht aufwiegen. Und aber vielleicht ist das auch schon. Oder ist das? Ich weiß nicht. Stell dir mal vor, wir gehen das ganz kurz durch, ja. Die AfD ist gerade bei Umfragen so ungefähr bei 10%, 11, 12, keine Ahnung. Und wir gehen jetzt mal von 12% aus und gehen mal davon aus, dass aber 50% der Leute sagen würde, meine Minusstimme geht ja an die AfD. Dann wären die bei, wenn man das 1 zu 1 gegenrechnet, irgendwie. Bei minus 40, minus 38% und hätten gar keinen Sitz mehr Ja, plötzlich. Ich weiß nicht, ob man das so umsetzen kann, aber dann wäre halt wahrscheinlich auch die CDU raus, weil es Ja, bestimmt auch viele kann Leute. sein. Ich weiß gar nicht, ob dann überhaupt noch eine Partei da wäre. Ich glaube, man kann es nicht ganz so 1 zu 1 umsetzen, aber keine Ahnung, 10 Minusstimmen ist 1% dann, also 10 Minus ist so viel wert wie ein Plus. Irgendwie sowas. Wenn ich auch gerade durchrechne mit diesen drei, so eine gestaffelte Stimme, da kann es ja auch passieren, oder macht das Sinn? Dass ja die AfD dann auf jeden Fall von jedem immer drei Stimmen bekommt. Also die AfD wählen, wählen ja auch sehr bestimmt die AfD. Die kriegen immer drei Stimmen von den Leuten. Da würden aber so Parteien wie Linke und Grüne eher so zwei Stimmen, eine Stimme Nee, du bekommen. kannst gar nicht doppelt wählen. Du musst dich für drei Parteien entscheiden. Ach Das so. dachte ich. Ah. Ja. Hä? Dass du dann halt gestaffelt hast. Die finde ich am besten, die am zweitbesten, die am drittbesten. Das wird, glaube ich, demokratisch schwer möglich sein. Also du musst, wenn dann Also ich drei. glaube, wenn du das so machst, wie du es sagst, da wird sich nicht viel ändern. Da werden das halt alle so machen. Ihre Partei einfach drei Stimmen. Nö, Oder also nicht alle, ich aber. wähle immer irgendwie dann auch gestaffelt, wenn ich dann drei Ja. Stimmen habe. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist dann sehr undemokratisch dann. Es wird so ausgelegt, zumindest wenn du dann irgendwie drei wählen musst. Ja, ich will jetzt auch eigentlich gar nicht das perfekte Wahlsystem etablieren, um die AfD möglichst klein zu halten. Das Ich war gar nicht schon. der Ansatz. Doch, ich schon. Ich finde es einfach vernünftig, dass du halt sagst, also zum Beispiel, wenn ich unbedingt die Humanisten wählen will, aber weiß, dass die es niemals schaffen würden, ja, auf die 5% zu kommen, dann wähle ich die halt nicht, obwohl ich die wählen will. Und Ja. das ist halt dumm. Die Und Prozenthürden das, müssten fallen. ja, auch das, aber selbst Ja. dann, wenn du halt sagst, okay, ich will Erststimme, was weiß ich, irgendwas, womit ich leben kann, was weiß ich, SPD oder so, kann ich mit leben, gebe ich Erststimme, aber dann gebe ich meine zweite Stimme an Volt und Humanisten,
dann haben die auf einmal plötzlich eine Chance, weil vielleicht machen das ja viele so. Ja, das kann sein, ja. Und das fände ich halt einfach vernünftig. So. Stimmt. Und dann würde, glaube ich, auch einfach ein realistischeres Bild entstehen, was die Leute wirklich wollen. Also die Prozenthürde finde ich auch sehr schwierig und sehr undemokratisch. Vor allem müssen dann Leute, die jetzt irgendwie 80 sind und hier aus dem Altenheim zur Wahlurne gekarrt werden, die müssten sich dann mal kurz auseinandersetzen. Ja, welche anderen zwei Parteien, mit welchen zwei anderen kann ich noch leben, wenn ich jetzt nicht mehr aus Gewohnheit nur CDU wähle. Ja, also ich finde das schon nicht schlecht. Ich war auch mal im Altenheim kurz angestellt, vorübergehend als Vertretung. Und da haben wir auch, war auch gerade irgendeine Wahl. Und da haben wir die auch alle gebracht zur Wahlkabine, weil die waren nur um die Ecke. Und die waren, also weiß ich nicht, da haben auch sehr viele CDU gewählt und die waren auch teilweise auch sehr, sehr dement. Also ich glaube, dass die CDU oftmals echt Stimmen bekommt von Leuten, die einfach gar nicht mehr wissen, was sie wählen sollen. Aber auf der anderen Seite haben sie trotzdem auch ihr Wahlrecht, finde ich. Trotz Demenz. Naja, ich weiß nicht. Also spätestens, wenn du nicht mehr Auto fahren darfst, weil du abbaust, vielleicht sollte man dir dann auch dein Stimmrecht entziehen. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Sind wir nicht langsam durch? Wir müssen schon durch sein. Ja, du musst nämlich demnächst schon los. Ich muss schon gleich los. Ich habe den nächsten Termin. Ja, aber war doch schön. Also wir haben jetzt nicht so viel über die Partei geredet, aber es war ein guter Stein des Anstoßes, um mal eben die Demokratie zu revolutionieren. Gerne. Und ich bin jetzt auch unterwegs zum Plakataufhängen in Weimar. Wenn das Wetter schön bleibt. Ja, schön bleibt, ich weiß gar nicht. Wir gucken mal. Vielen Dank auf jeden Fall an Joni Lodi für diesen ausgezeichneten Hörerwunsch. Vielen Dank fürs Zuhören an alle anderen und ich höre Musik im Hintergrund. Wow. Ja, ich auch. Auch ihr könnt genannt werden in einem Podcast von uns. Ihr könnt euch ein Thema wünschen zu jedem, zu allem, was ihr wollt. Ob es Fischgräten sind, Sport, alles. Nur bitte nicht Bayern, ey. Mir graut's vor diesem Podcast. Ja, mir auch. Oder Herr der Ringe, das auch.